Schönen guten Tag. Köln und Düsseldorf feiern, aber das tun in Köln so viele Menschen, dass es in der Feiermeile Zülpicher Straße zu außerordentlich chaotischen Zuständen gekommen ist. Zehntausende drängen da rein, überfordern Ordnungsamt und Polizei. Kenner hatten gewarnt, dass dieses Jahr viel mehr kommen würden als in Vor-Corona-Jahren, und das hat sich bestätigt. Die Polizei hat irgendwann mal 40.000 gesagt, die Zahl ist aber vermutlich längst veraltet. Tausende sind inzwischen auf die Uniwiesen ausgewichen, auch um den Aachener Weiher wird es immer voller, hören wir. Vor wenigen Minuten haben am Ort des Geschehens die Oberbürgermeisterin, der Polizeipräsident und der Kölner Festkomiteepräsident eine Pressekonferenz gegeben. Jochen Hilgers war für uns dabei. Jochen, wie haben die das alles erklärt? Naja, es ist zunächst erstmal erwähnenswert, wie die überhaupt dahin gekommen sind. Die mussten sich nämlich tatsächlich auch durch die Zülpicher Straße, durch die knallvolle Zülpicher Straße bewegen. Die Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit zwei, drei Mitarbeiterinnen, der Polizeipräsident Falk Schnabel und Christoph Kuckelkorn. Und als sie da mit angestrengten Gesichtern auf der anderen Seite der Zülpicher Straße angekommen sind, in einer für die Nachbarschaft abgesperrten Straße, da haben sie ihre Statements abgegeben. Und bemerkenswert war, dass auf kritische Fragen, wenn man also gefragt hätte, ob man das nicht hätte erwarten können, dass es so voll wird, immer wieder eigentlich als Antwort kam, ja, für eine Bilanz ist es noch zu früh, also das müssen wir bewerten, das müssen wir erst noch mal diskutieren. Das Offensichtliche, das alle drei vorher erlebt hatten, bei alleine diesem Weg durch die Zülpicher Straße, das wurde leider noch nicht direkt kommentiert. Nur der Festkomiteepräsident Christoph Kuckelkorn wurde relativ deutlich. Er hat dann auf konkrete Nachfrage auch gesagt, also es würde wirklich mal langsam Zeit, dass man sich an einen Tisch setzt und dieses absehbare Chaos irgendwie auch mal so bewertet, dass man daraus lernt. In den vergangenen Jahren ist es nämlich immer so gewesen, dass man diese Situation hatte. Man hat sie sich angeguckt und dann gesagt, wir müssen uns ganz dringend zusammensetzen, um zu schauen, dass sich das nicht wiederholt und dass eben nichts passiert. Und auch in diesem Jahr war es der 27. Oktober, als ein Sicherheitskonzept vorgelegt wurde, das, und das muss man wirklich auch mit dieser Deutlichkeit sagen, gescheitert ist. Denn dass hier Sperren überrollt werden von jeder Menge junger Menschen, die feiern wollen, das war abzusehen. Und es konnte auch nur durch Einsatzkräfte der Polizei, und zwar massive Einsatzmittel, die die Polizei einsetzen musste, verhindert werden, dass diese Zülpicher Straße überläuft und es dann noch viel chaotischere Szenen gegeben hätte, als wir die sowieso schon erlebt haben. Also wir müssen jetzt einfach auch mal abwarten. Bisher ein Bild, das die jungen Menschen hier abgeben, das wirklich überwiegend, und das hat der Polizeipräsident Falk Schnabel auch honoriert, friedlich ist. Die wollen eben feiern, wissen aber nicht wo. Und das ist ein Problem, das sollte man jetzt tatsächlich langsam mal angehen. Also wir haben jetzt auch hier noch keinerlei negativen Erfahrungen gemacht. Ja. Das muss ich auch in aller Deutlichkeit sagen. Ja. Wie wird sich das denn wohl in den nächsten Stunden weiterentwickeln? Wird sich das mehr verschärfen? Da kommt ja auch immer mehr Alkohol ins Spiel. Oder kann es sein, dass sich die Lage dann doch entzerrt und sich die Leute über die Stadt verteilen? Ja, über die Stadt verteilt haben sie sich ja schon, zu beiden Seiten der Zülpicher Straße. Und der Alkohol, das ist angesprochen, der spielt natürlich eine Rolle. Und das müssen wir jetzt einfach abwarten. Erfahrungsgemäß wird es nicht besser, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber noch einmal ganz kurz. Ne? Bisher war es wirklich friedlich. Ich kann mich nicht wirklich über irgendjemand hier beschweren. Dankeschön, Jochen Hilgers, für diese Eindrücke von der Zülpicher Straße. Ja, da tut Aufarbeitung Not in ersten Tagen. Nicht ganz Köln ist Chaos. Sie selbst haben vielleicht den ganzen Tag schon unser Programm verfolgt und haben gesehen, wie schön auf dem Heugenmarkt gefeiert wird. Aber das Chaos wird diesen Tag wohl bleibend prägen. Tausende drängen sich in und um die Zülpicher Straße. Der Plan der Stadt für dieses Jahr: Ins Partyviertel soll man nur durch einen Eingang kommen. Drumherum abgesperrt. Um die Lage besser als in den Vorjahren kontrollieren zu können und zum Schutz der Feiernden und der Anwohner. Schon ab 11:30 muss auch dieser Zugang geschlossen werden. Es sei einfach zu voll. Das wurde über Lautsprecher gesagt. Aber es dauert nicht lange und man sieht diese Bilder. Menschen rennen einen Zaun einfach um. Kurz darauf bittet die Stadt, nicht mehr in Richtung Zülpicher Viertel zu kommen. Die Stadtbahnen fahren das Viertel deshalb nicht mehr an. Menschenleere U-Bahn-Stationen wie hier am Dom.
Trotzdem nimmt das Gedränge laut Polizei Köln zu. Der Zugang ist nach wie vor gesperrt. Um den Andrang zu verteilen, wurden aber zwischenzeitlich Menschen reingelassen.